Es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges, was du wissen darfst, wenn du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst. Wenn du dir aufschreibst, jeden Morgen oder jeden Abend oder wann auch immer, wofür du dankbar bist. Und dieses Video hier ist enorm hilfreich für dich, wenn du solche Gedanken hast, ich bin dankbar, ich schreibe ein Dankbarkeitstagebuch. Aber bin trotzdem im Leben nicht dort, wo ich eigentlich hin möchte. Und zwar, es nutzt nichts, morgens, mittags, abends 5, 3, 10 Dinge aufzuschreiben, für die wir dankbar sind, und dann das Buch zur Seite zu legen und den Rest des Tages unzufrieden zu sein, also unzufriedene Gedanken zu haben. Negative Gedanken, was auch immer das jetzt bedeuten mag für dich, also bewertende und beurteilende Gedanken, sei es dir selbst gegenüber oder Dingen im Außen gegenüber, also wo wir etwas be- und verurteilen und sich den ganzen lieben langen Tag quasi denken zu lassen, Dinge aufzunehmen aus dem Kollektivbewusstsein in Form von Gedanken, weil das tun ganz, ganz viele Menschen, insbesondere hier in meiner Community, und ich denke, du gehörst da auch dazu, du bist sehr feinfühlig, sehr sensibel, wahrnehmend, du nimmst relativ viel, und das geschieht auf der unbewussten Weise, aus dem Kollektivbewusstsein wahr, an Gedanken, und glaubst, es ist deines, glaubst, etwas damit machen zu müssen, zu können, zu sollen, und ja, das hat dann ganz, ganz viel Einfluss natürlich, unbewusst, auf das Leben. So, wie kannst du das jetzt ändern? Wenn du ein Dankbarkeitstagebuch schreibst, dass du hingehst, und das habe ich mir auch angeeignet, und das hat wirklich so, so viel geändert, hat wirklich viel, viel mehr von den Dingen in mein Leben gebracht, die ich eigentlich haben wollte, dass du auch in das Gefühl reingehst. Ganz wichtiger Aspekt, dass du es fühlst, dass du nicht nur denkst, ich bin dankbar, sondern dass du es tatsächlich auch fühlst. Weil diese Gedanken, die du aussendest, das kannst du dir vorstellen wie so Gedankenblasen, leere Gedankenblasen. Und wenn du die füllst mit einem Gefühl, dann kann das ja im universellen Feld viel besser matchen. Das heißt, das universelle Feld, Gleiches zieht Gleiches an, kann dir ja viel rascher und viel schneller mehr davon liefern, was du gerade fühlst, was du eigentlich möchtest. Und dass du dich dann tagsüber darin übst, wirklich in der Fülle auch zu denken und zu fühlen. Keine Bewertung, keine Beurteilung oder möglichst wenig Beurteilungen und Verurteilungen. Keine, das gelingt mir auch nicht, aber ich merke relativ rasch. Oder aus dem Umfeld macht mich jemand darauf aufmerksam, ne? Unsere Tochter oder mein Mann, weil wir ja alle um diese Dinge wissen, dann machen wir uns schon mal gegenseitig darauf aufmerksam. Und dann kann ich das sofort nochmal changen und ändern. Also auch tagsüber in der Fülle zu denken, die Fülle um dich zu sehen und dankbar zu sein für wirklich die Dinge, auch vor allem, die du bis eben noch für selbstverständlich hältst. Weil rauszuschauen, die wunderschöne Welt zu sehen, die Formationen von Wolken am Himmel zu sehen, das Wasser, das du aus dem Wasserhahn fließen lassen kannst, womit du dich pflegen kannst, den Körper reinigen kannst, was du aber auch trinken kannst und, und. Das sind so die Dinge, die den ganzen lieben langen Tag so selbstverständlich uns umgeben. Und da gilt es auch dafür, Dankbarkeit zu üben. Also möglichst mit einer sehr, sehr großen Attitude den ganzen Tag in einer Dankbarkeitshaltung durch den Tag zu gehen. Das dann gepaart noch mit dem Aufschreiben, mit dem Notieren von Dingen, für die du dankbar bist. Das ist der Turbo schlechthin. Das wollte ich heute hier mal mit dir teilen und dir ans Herz legen, weil jegliche Dankbarkeit ist eine Art von Unzufrieden, jegliche Undankbarkeit oder eine Unzufriedenheit, so ist es besser, ist eine Art von Undankbarkeit. Und damit, ja, bestellen wir beim Universum mehr von den Dingen, die wir ja eigentlich nicht wollen. Also, wie viel mehr darfst du dich eingeladen fühlen, dich jetzt in der Dankbarkeit zu üben? Das aufzuschreiben und dann auch den ganzen Tag zu nahezu 80, 90% eben auch zu leben, zu fühlen und zu denken. Und da wirst du staunen, wie viel sich da auch in deinem Leben, ja, in die Richtung ändert, wie du es eigentlich gerne hättest. Und falls du uns schon so oft gehört hast,
und immer noch überlegst, oder wenn du es zum ersten Mal hörst, ich poste dir hier mal noch den Link oder schau in der Bio, irgendwo in der Nähe von dem Video findest du den Link zu Divinity. Das ist unsere achtwöchige Begleitung, wo es darum geht, so in die eigene Schöpferkraft wieder zurückzufinden. Weil jeder von uns ist der Schöpfer, die Schöpferin der eigenen Lebenswirklichkeit. Klick da drauf, schaust dir an, trau dich zu springen und dann sehen wir uns im internen Bereich in Divinity und lassen da gemeinsam großartige Dinge entstehen. Also, wir freuen uns auf dich. Hab noch einen wunderschönen, dankbaren Tag, eine dankbare Zeit, wann auch immer du mein Video hier entdeckst. Und schau dir unbedingt Divinity an.